Moin moin, was geht und herzlich willkommen zum zweiten Urlaubsvlog. Man hört im Hintergrund lauter Vögel und ein Tiger hört man im Hintergrund. Also die Ruhe einerseits von den Menschen, da am Balkon genießen und eben die Natur genießen. So ist schon cool, auf jeden Fall den Tag im Urlaub zum Anfangen. Bewölkt ist, wie man sieht. Schauen wir, was wir heute machen. Auf jeden Fall mal frühstücken gehen. Später mal. Und dann schauen wir, was wir heute machen. Auf jeden Fall wird es sicher spannend. Ich vermute, wie gesagt, um den See spazieren, vielleicht auf die Burg rauf. Schauen wir. Aber dann starten wir rein. Viel Spaß dabei beim Medium. So, schaut da, was das für ein hammermäßiges Bild ist. Gerade vorher gesehen gehabt. Echt cool. So, heute schauen wir eben zur Burg rauf. Und ich würde gern vorher da noch zur Kirche schauen. Und schauen, ob wir heute noch zu den Kirchen schauen. So, das ist das Pfarrheim. Und das, wie schon im letzten Video kurz gezeigt, ist die St. Martinskirche. Das ist eine katholische Kirche. Wie ich im letzten Video vermutet, das ist eine andere. Ich zeige es euch nochmal. Da können wir ein bisschen mehr jetzt auf die Details eingehen. Die Fenster sind auch sehr schön. Das weiß ich nicht, wie ich das letzte Mal gesagt habe. Ich bin ein bisschen außer Atem, weil man hat da glaube ich jetzt immer noch bei den letzten Ausschnitten von den Videos gesehen, dass das weiter oben ist. Sehr prunkvoll. Meiner Meinung nach ist es trotzdem noch eben so ein bisschen orthodoxer, eher rumänischer oder griechischer orthodoxer, mehr rumänischer orthodoxer Stil, was da erinnern ist. Aber es ist eine katholische Kirche. Sehr beeindruckend ist der Kronleuchter. Und heute ist da auch beleuchtet, was gestern nicht war. Hat, glaube ich, vielleicht damit zu tun, das ist das letzte Abendmahl, dass unter Umständen heute noch ein Messe sein wird. Es ist Sonntag. Und da nochmal die Orgel, aufgeteilt auf links und rechts. In der Mitte, was sehr beeindruckend ist, meiner Meinung nach das Fenster. Das hat man so in dem Fall. Ich habe das bis jetzt noch nicht gesehen. Das erste Mal, dass ich das so sehe. Ja, mehr habe ich aktuell noch nicht auf die Kirche herausgefunden. Wenn ihr Lust hat, könnt ihr natürlich ein bisschen eben recherchieren. Ich kann immer mal hergehen. Wie gesagt, wir sind blöd. Ihr seht das im Titel, wie es geschrieben wird. Und St. Martins Catholic Church heißt sie. So, schaut, lauter Höhlen da drinnen. Und wir gehen jetzt da durch auf die Burg. So, da gehen wir rauf, da habt ihr ein bisschen Information. Ja, auf Slowenisch und auf Englisch halt. Auf Deutsch gibt es da nichts. Ja, dann starten wir los, hätte ich gesagt. So, circa 15 Minuten jetzt da rauf gehen. 20 Minuten. Ist von der Dame an der Rezeption gesagt worden. Ja, wir lassen uns Zeit. Da kommt man dann rauf, von dem Zeit, von der Seite, wo ich gestern hergefilmt habe. Leider, ich schnauch zwar, aber wir sind fast da. Puh.
Ja, was auch immer das war, keine Ahnung. Wenn man da rauf schaut, dann sieht man, ah, da ist ein kleines Häuschen. Jetzt gehen wir da rüber, ein bisschen die Aussicht genießen. Also da sieht man wieder die Sommerradlbahn, das rechts auf der Seite, was ich vom Zimmer gesehen habe. Das ist halt wie ein Sessellift oder so. Ein Bauwerk an der See mit der Hotelgegend, wo wir drinnen wohnen in dem Hotel. So, und jetzt gehen wir da rauf, dass wir eben zur Burg raufkommen. So, jetzt einmal von der anderen Seite. Und schaut, da ist das Eingangstor. Da haben wir jetzt aufmarschieren. So. Gehen wir nochmal durchlauf hin. Über Brickel. Okay, da können wir dann noch einmal her schauen. So, ich fühle mich noch weiter, weil jetzt wird es wieder schwer. Schaut die Aussicht, Wahnsinn. Also ich finde die Aussicht ist echt toll. Echt tolle Aussicht. So, dann darüber gehen wir noch. Gehe jetzt mit euch drauf. Sie sind nicht ganz so gleich. Sie sind einigermaßen gleichmäßig, aber nicht so wie heutzutage. Logisch. Den Ausblick, was wir jetzt so haben, echt der Hammer. So. Da bist du. So. Ich zeige euch da mal die Aussicht. Hammer. Echt der Hammer. So, jetzt fahren wir dann beim Museum. Und natürlich anschlusshalber wäre da nicht allzu verfügbar. Sondern das Bild war 6 davon. Aber dass er jeder dann so frei hat, wenn er herkommt. Schaut, so haben die Innenwände früher ausgeschaut. Zum Vergleich ist heutzutage auch schon rundherum. Und so haben die Außenwände früher ausgeschaut, beziehungsweise dürfte es also wie ein Fensterrahmen gewesen sein. Das ist also von der Beugung her. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Schaut, was für ein kleines Fenster das da ist. Wahnsinn! Toll! Was auch immer das ist, war. So, ich habe schon was zu spät. Jetzt freut es euch drauf. Jetzt freut es euch wirklich drauf. Also sowas gefällt mir total gut. Schöne Gemälde.
Weil gewusst, dass es im Mittelalter schon so moderne Fenster gegeben hat. Also nicht von der neuen Architektur, das irgendwie zwar jetzt voller Spaß. Ich weiß nicht, dass hier reingetan ist. Deswegen hat das auch zurückgemacht, die Tür. Und er fährt mit dir. Schaut, da haben wir einen irrsinnig schönen Ofen und die Karten von der Region, das früher da war, eben mit dem Seegumsand, da ist das Kiefer oben, etwa da sind wir jetzt. Und da ist noch ein anderer Typ mehr, das zeige ich noch. So wird das dann eben ausschauen, dass ein, da ist dann der See irgendwo. Schauen wir mal genau. Ja, da, dann in etwa da, sondern die Berge lassen wir im Hintergrund sicht. Das ist spannend. So Leute, ihr wisst, ich mache sehr gern Graz-Videos, habe von Mario auch schon das eine oder andere Video gemacht, beziehungsweise Streams von Graz auf Twitch und von Mario. Und da gehe ich jetzt dann dazu, wie. Da steht drauf, dass im 2011, das ein Ableger war, ein Geschenk von Mario, eben. Weinstock, was damals in Graz gemacht worden ist, der älteste der Welt, ist irgendwann mal nach Maribor gekommen, ist dort reingesetzt worden und da hat Maribor Graz einen Ableger gegeben und anscheinend da noch Bled auch einen Ableger gegeben. Das heißt, über 400 Jahre alt ist jetzt der Rebstock, die Weinrebe, ist damit die älteste Weinrebe der Welt und ist eben da einmal in Maribor und in Graz. Von den drei Stellen war es jetzt. Von da, weil es nicht gut hast, auch von Graz eben. Und von Maribor. Ich finde es interessant. Sehr interessant. So, Party People, jetzt gehen wir dann auch noch rauf. Jetzt sage ich gleich mal. Da werden wir jetzt noch rauf gehen. Ich war schon mit dem Livestream oben. Es ist mühsam, raufgehen, weil da hinter mir sind die Stiegen hinterm Baum. Die sind sehr steil und sehr klein. Also, nicht wundern, wenn ich nicht alles fühle, vom Rauf oder Runter gehen. Aber ich finde das Wegel dort einfach interessant, deswegen möchte ich mit euch rauf. Vorher gehe ich aber mit euch da die Stiegen noch rauf und dann gehen wir die anderen, wie versprochen, rauf. So, dann. Ruck. Die ist halt ein bisschen einfacher als die anderen. Schon super Aussicht, finde ich. Sich toll über den See. Wie die Leute filmen. Ah, da sieht man super. So, jetzt geht die noch schon drauf, aber ich glaube, wir kommen gerade zu dem Hof, wo wir vorher schon waren, rauf. Aber schaut, Wahnsinnsbüder. Oh, 我们放手了。哎，对，好，好，再来，再横到再来。
Ja, leider hört man im Hintergrund die Asiatin zu schreien, weil sie fotografieren will, super Bilder haben will. Ja. Ich warte jetzt nicht Ewigkeiten. Ich hoffe, ihr habt dafür dann Verständnis. Andere Leute warten auch beim Mond, wenn ich runtergehen werde, so wie ich es vorher gemacht habe. Mit dem Warten. Ja, ist halt wie es ist. Ich will jetzt nicht jammern. Bitte nicht so verstehen. Ich will nur, dass ihr dann dementsprechend auch seht, dass es ja wohl ein bisschen eine Aufgabe und etwas Mühen sind, so Videos zu erstellen. Und dass ich dann teilweise sage, Streaming ja, wenn ihr nur ein paar Minuten gewisse Sachen sagen, weil ich bin halt auch im Urlaub und möchte euch das dann sagen, aber auch von meinem Urlaub genießen. So, sieht man, wie steil das ist. Dann marschieren wir gleich mal rauf. Ganz schmal und ganz steil. Dinge, was ich da runterfühle, sehe ich teilweise selber nicht. Schauen wir dann selber dann bei den Videos an. Teilweise eine gute Sicht auf den Hof. Fällt mir nicht. Wenn wir dann da drüben rein. Aber ich bin drauf, wenn ihr gerade vorher das auch schon tragt. Da kann man zwar nicht laufen, aber ein bisschen was laufen, man kann ich dann doch. Der ist leider, wie man sieht, nicht aufgegeben. Weil ich es gerade sehe, ich wollte gerade auch hüttern, das ist die Querseite gewesen vom Tor. Ich glaube, man hört gerade das Nachsummen, Brummen von der Glocke, es hat gerade 12 Uhr geleitet. Haben wir eben herunten, mal her 12 Leuten, Punkt 12 Uhr, herunten wieder. Und jetzt gehen wir zu den Schifferl und werden rüberfahren zur also zu den Kirchel auf der Insel. Ich hoffe, man versteht mich. Wenn nicht, ich tue es trotzdem rein, weil ich es Leuten auch schön finde. So Leute, ein paar Minuten haben wir jetzt schon gebraucht zum Runtergehen. Wir hören die Kirchenglocken immer. Ich schätze mal, dass ihr vorne gehört habt. Deswegen wiederhole ich es noch einmal. Wir fahren jetzt mit dem Schifferl eben nochmal auf die Insel, wo das Kirchel war. Verzeiht mir, wenn es doppelt ist, ist es leider doppelt. Ja. Was ich vorher noch nicht gesagt habe,
beim Raufgehen. 107 Höhenmeter haben wir jetzt gemacht und 72% Feuchtigkeit. Deswegen, zwischenzeitlich war es da ordentlich noch viel mehr nass. Also die hohe Luftfeuchtigkeit erklärt, warum wir so geschwitzt haben darauf. Gibt es nachher die Fjack. So, mitten in der Stadt, ein bisschen so ein kleines Waldweg, ein bisschen erkunden. Ruck, durch die Wurzeln durch, also über die Wurzeln drüber, durch die Bäume durch, so. Ruck! Ja, kleiner Parkplatz ist da. Einfach nur schön. Schön grün. So, Party People, da oben waren wir jetzt. Vorher. Sehr nett. Da geht's zum Kirchenturm, zum Glockenturm auf. So, und das ist jetzt der Kirchturm von außen, getrennt von der Kirche. Und da haben wir dann die eine Seite von der Kirche mit der alten Fassade teilweise sichtbar. So, und da sieht man dann auch eben von der Kirche noch eben die Kirche am Festland und die Burg, auf der wir eigentlich heute auch da oben waren. Das ist genau das Gegenstück von vorher, was man sehen kann. So Leute, da ist die Gegenseite eben mit irrsinnig schwarzen Wolken. Irrsinnig schön, finde ich. Ah, da ist die nächste andere Anlaufstelle. Richtig, richtig schön. Da, schaut mal, wie grün das Wasser ist. Und wie glasklar das Wasser ist. So, jetzt wollen wir dann Abendessen. Ich werde mir das von heute nochmal alles anschauen. Es wird auf jeden Fall für heute ein Video werden von einem Tag, aber ob jetzt die Insel mit der Kirche inklusive Bootsfahrt und ich rede da im Hintergrund die Kirche, also Insel mit Kirche, das dabei sein wird, weiß ich nicht, weil ich eben das mit dem iPad aufgenommen habe und alles andere mit dem iPhone. Schauen wir mal, wie sich das ergibt. Auf jeden Fall war es halt ein sehr schöner Tag. Auch wenn es teilweise anstrengend war, aber es war so richtig angenehm. Man sieht jetzt eher schon wieder die dunklen Wolken. Es ist sehr, sehr wechselhaft. Und jetzt haben wir eben noch ein bisschen spazieren. Aber ich freue mich auf jeden Fall wieder auf den morgigen Tag. Und ich würde mich freuen, wenn es wieder ins nächste Video reinschaut und mir einen Daumen hoch da lasst, den noch nicht abonniert haben. Abonniert auf jeden Fall. Nicht vergessen, einen Kommentar reinzuschreiben. Würde mich freuen, wenn es reinschreibt, was da von der Gegend haltet. Und falls es eine Frage gibt, einfach reinschreiben. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, und jetzt noch als Goodie.
ein Lost Place muss sich da schon ausbrochen, eindäpscht. Da haben sie Tür zu. Leider sind da Autos, deswegen werde ich heute oder gar nicht mehr reinschauen. Das so, und jetzt wirklich aus. Schlafen gehen und beim nächsten Video wieder einschalten. Tschüss.